Wie vermeide ich das Burnout-Syndrom? Die einzige Voraussetzung: Sie müssen bei sich selbst ein paar geistige Veränderungen zulassen. Mit meinem Lehrgang Selbstbeherrschungs-TV unterstütze ich Menschen, die diese geistigen Veränderungsprozesse möglichst schnell, reibungslos und effektiv bewältigen wollen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mal wieder hereinschauen. Ich bin Wolfgang Rademacher. Die Selbstbeherrschung legt Ihnen eine Reihe goldwerter Vorteile in die Hand. Blockaden werden beseitigt, Motivationsprobleme oder Burnout-Syndrome verschwinden. Vorbereitungen auf Prüfungen fallen Ihnen deutlich leichter. ADS, ADHS bessern sich. Schlaf- und Suchtprobleme werden überwunden. Fremdsprachen können Sie viel leichter erlernen als bislang. Und vieles mehr. Viele Topsportler nutzen diese Möglichkeit. Auch für Führungskräfte ist das der Erfolgsgarant. Weil Selbstbeherrschung im Grunde genommen leicht ist und trotzdem so wirkungsvoll. Mit den Möglichkeiten dieses Selbstbeherrschungstrainingssystems erreichen Sie in wenigen Minuten einen entspannten Zustand völliger Harmonie. Auch Menschen, die nie einen Zugang zu Meditation oder autogenem Training gefunden haben, die damit einfach nicht zurechtkommen, selbst diese hoffnungslosen Fälle kommen mit dem Selbstbeherrschungstraining in kürzester Zeit in den Genuss eines wohligen, schönen, harmonischen Gefühls. Das sogenannte Resonanzprinzip macht's möglich. Vollautomatisch. Selbst wenn der skeptische Verstand auf vollen Touren den Widerstand probt. Selbstbeherrschungs-TV steht dabei für entspanntes Lernen. Durch Nutzung bestimmter geistigen Techniken werden Sie innerhalb kürzester Zeit umfangreiche Mengen an Informationen aufnehmen und im Langzeitgedächtnis speichern können. Dabei entscheiden Sie selbst, was Sie überdies Ihrem Unterbewusstsein zuführen wollen. Diese Arbeit erledigen Sie ganz entspannt, ohne irgendeine Anstrengung. Das Schöne daran ist, dieses Training wird Ihre Aufmerksamkeit sehr stark anregen. Das Selbstbeherrschungsseminar bewirkt, dass Ihr Unterbewusstsein die angebotenen Informationen danach besser aufnehmen kann. Und dieses Unterbewusstsein ist es schließlich, das über Ihr Wohl und Wehe, Erfolg und Misserfolg in Ihrem Leben bestimmt. Die Neuausrichtung Ihres Lebens gelingt mit Fachwissen ebenso wie mit erwünschten neuen Verhaltensweisen. Speichern Sie einfach den erwünschten Zielzustand mit Hilfe positiver Leitsätze, also Affirmationen ab, ohne dass Ihr Verstand, also Ihr Wächter am Tor, diese Neuorientierung sabotieren kann. Sie finden in meinem Selbstbeherrschungsseminar viele Anwendungsbeispiele. Ihre geistigen Möglichkeiten sind danach nahezu unbegrenzt. In diesem Seminar werden Ihnen eine Vielzahl effektiver Trainingsangebote an die Hand gegeben, damit Sie wieder frisch, vital und mit viel Lebensfreude an die anstehenden Herausforderungen herangehen können. Weitere kostenlose Informationen finden Sie wie immer auf der erfolgsonline.de. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Ich freue mich auf Ihren Besuch beim TV-Seminar Selbstbeherrschung. Einen schönen Tag noch.